Und solange die einzelnen Spieler hier keinen Fehler machen, solange wird das gut gehen. Sauli. Luiso. Und das geht nicht gut, das geht sogar sehr gut. Das ist ja unglaublich. Pasquale Luiso. Der erfolgreichste Stürmer von Vicenza Calcio. 7 Tore in der Serie A, 7 Tore bisher auch im Europapokal und jetzt das 8. im 8. Spiel. Das nenne ich einen erfolgreichen Stürmer. Die Abwehr völlig desorientiert. Sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. 4, 5 Spieler auf einem Haufen. Alle schauen sie nur auf den Ball, laufen sich dann sogar noch in der Mitte gegenseitig um. Und dann wissen sie noch nicht mal, wer es denn machen soll. Und zum Glück kann sich Pasquale Luiso entscheiden. Da kommt es so noch dran. Schussmöglichkeit. Sola. Und das Tor. Da ist das Tor durch Gustavo Poyet. Den 29-jährigen Mann aus Uruguay nach seiner halbjährigen Verletzungspause, aber auf den Punkt wieder fit. Seine allererste Szene hier, mit der er auf sich aufmerksam macht, die zu kurze Abwehr von Brivio. Und dann steht er vollkommen richtig. Gustavo Poyet. Oder sogar mehr als 6 Millionen Mark im Jahr verdienen. Es muss aber auch noch andere Gründe gegeben haben. Denn mit Vialli war sicherlich vorher schon einiges klar gemacht worden vom Präsidium von Ken Bates. Dann ist die Chance, das Tor. Welch eine Flanke von Gianluca Vialli. Und welch ein Treffer von seinem italienischen Freund Gianfranco Zola. Und jetzt wird es unglaublich spannend hier in Stamford Bridge. Nur noch ein Tor brauchen sie. Viviani ist am Ball vorbeigegrätscht. Vialli hat viel Zeit und so viel Gefühl im Fuß. Und dann ist er nicht markiert. Der kleine Mann mit der Nummer 25. Gianfranco Zola, der sogar ein bisschen Ärger mit seinem Landsmann, mit seinem Flankengeber hatte, mit Vialli, weil der ihn mitunter mal auf der rechten Außenbahn hat spielen lassen. Das ist nicht ansatzweise zumindest, auch in dieser zweiten Hälfte die Konterstärke und das Tandem harmoniert da, Sauli und Luiso. Der Tritt! Und wer hat dieses Tor geschossen? Es ist Mark Hughes. Vier Minuten auf dem Rasen. Welch eine brillante Einwechslung. Auf welche Kappe geht das jetzt? Auf die Kappe. Oh. Dieses geschickte Zweikampfverhalten gegen Dicara. Die ganze Routine da hineingesetzt und dieser unglaublich entschlossene Abschluss. Ja, auf wessen Kappe geht diese Einwechslung jetzt? Auf die von Gianluca Vialli oder war das doch Graham Riggs von draußen? Das ist ja immer die Frage.